Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer Fitness-YouTuber-Almanach-Serie. Das ist die erste Episode dieser Serie, in der ich Fitness-YouTuber, deren Kanäle und natürlich die YouTuber selbst, die dahinter stehen, bewerte nach meinen Auffassungen. Viele fragen immer wieder, was hältst du von dem, was hältst du von dem? Und genau das mache ich mit dieser Serie auf einem möglichst übersichtlichen und professionellen Niveau. Lasst euch einfach mal durchführen. Ich kann natürlich immer nur Teile davon untersuchen und jetzt nicht jedes einzelne Video durchgehen, aber genau das machen wir jetzt. Wir fangen an mit einem Fitness-YouTuber, den ich vorher noch gar nicht kannte. Mit dem hat man mich erstmalig auf meinem Kanal konfrontiert von den Fans. Man hat gesagt, Gotti, schau dir den doch mal an und sag uns doch mal bitte, was du von dem hältst. Er ist jetzt kein Fitness-YouTuber der alten Garde. Er hat 2014 angefangen, ist aber auch heutzutage nicht mehr so aktiv im Fitnessbereich. Mit anderen Worten, wir hatten so eine Zeit von 4-5 Jahren. Coach Eddie. Ich bin mal ein wenig durch seine Videos gegangen und da schaue ich natürlich erst einmal von den ältesten Videos, die auf dem Kanal sind, wann er angefangen hat und wie er angefangen hat, über seine letzten Videos die Entwicklung dieses Kanals und des YouTubers auch an. Welche Stadien hat er durchgemacht und wie hat er sich darin entwickelt? Es ist natürlich unfair, jetzt immer nur die alten Videos anzugucken und die danach zu bewerten, genauso wie aber auch nur die neuesten zu nehmen, denn wir wollen natürlich auch wissen, was hat er geleistet in seiner ganzen Zeit. Wenn wir da jetzt erst einmal durchgehen, angefangen hat er wie so manch andere auch mit ganz simplen Videos Home Training, vor allem viel Bauchmuskelübungen gezeigt. Hier gehe ich mal durch und 2016 merken wir, hat sich die Qualität schon verbessert, deutlich verbessert. Er hatte da wahrscheinlich schon einen gewissen Erfolg und hat es auch direkt auf dem Kanal bemerkbar gemacht. Und das ist ganz schön, jetzt sehen die Videos wesentlich besser aus. Er hat auch immer wieder seinen Stil beibehalten und recht sympathische Einschübe gebracht. Mittlerweile bin ich ziemlich kräftig geworden und das Ben & Jerry's Eis wirkt, also die Kraft ist da. Zwischendurch sehen wir dann auch mal, dass er mit einem anderen erfolgreichen Fitness-YouTuber, den wir alle kennen, Simon Teichmann, BodyIP, ein Video gemacht hat. Die beiden kennen sich wohl ganz gut und haben auch in Düsseldorf dann zusammen mal Videos gemacht. Und nochmal ein Jahr später, wie ungefähr gefühlt alle zu dieser Zeit, 2017, 16, 17, 18 herum, hat auch er sich auf die Bühne gewagt und ist von dem reinen Fitness-YouTuber dann anschließend zu einem Bühnen-Bodybuilder geworden. Hier hat er auch eine ganz gute Figur gemacht und war im Classic-Bodybuilding. Ansonsten ist er immer recht konstant geblieben, aber dazu kommen wir später noch. Jetzt erstmal das absolut Wichtigste, was eigentlich an erster Stelle kommen muss, wenn es um Coach Eddie geht und was mir am meisten auffällt, wenn ich mir die Videos von ihm anschaue, egal wann. Er ist ein wirklich, wirklich sausympathischer Kerl. Unheimlich bodenständig, vom ersten bis zum letzten Video, ob als YouTube-Anfänger oder jemand, der schon einen Namen hat im Fitness-YouTube, ob mit den schlechten Home-Videos noch, schlecht gedreht, sagen wir mal, oder später mit den besseren Videos, er ist immer der absolut gleiche bodenständige Typ geblieben. Ich kenne keinen authentischeren YouTuber als ihn und auch erst recht nicht Fitness-YouTuber. Genüsslich, perfekt. Was gibt's da schon wieder? Alles klar. Und an dieser Stelle auch mal ein wirklich starkes Zitat und eine tolle Einstellung von ihm in dem Video Überragende Brust. Also mein Ziel hier in diesen Videos ist es, dass ich euch dazu anrege, selber zu erkennen, was ist richtig für mich. Okay? Weil ich sage es immer wieder, niemand kann dir im Endeffekt sagen, wie dein Körper funktioniert. Du musst selber probieren und machen, bis du ans Ziel kommst. Ja? Scheitere, du musst häufig scheitern, um irgendwann Erfolg zu haben. Du musst versagen. Versage dich zum Erfolg. Das haben damals sehr wenige auf YouTube so gemacht, denn man musste sich ja auch als Fitness-YouTuber verkaufen. Verkaufen, später dann wortwörtlich. Man wollte seine Programme verkaufen, das heißt, man musste sich aber vor allem als Experte positionieren. Und das macht man natürlich immer ganz klar, indem man zeigt, ich weiß viel, ich bin absoluter Experte. Und zusätzlich muss man dem Zuschauer klar machen, ihr wisst recht wenig.
Man muss ihm immer wieder zeigen, so einfach ist es nicht, Leute. Das macht man mit schweren Begrifflichkeiten und so weiter, sodass der Zuschauer verwirrt ist, irgendwann denkt, ohne Coach kommt er gar nicht mehr aus und auf den höre ich. Hat er nie gemacht und das ist echt ein Wahnsinnszug von ihm. Hier haben wir ebenfalls nochmal ein sehr bodenständiges Statement von ihm zu seiner eigenen Expertise. Eddie denkt ja auch, dass er ein Guru wäre, hast du nicht gesehen. Also ich bin ein Mann mit viel Ahnung, was den Sport betrifft. Ich habe ein bisschen mehr Ahnung als der Durchschnitt. Aber ein Guru würde ich mich noch nicht bezeichnen. Gurus sind ganz andere Leute. Da könnte ich jetzt Namen wie Charles Glass oder sowas aufzählen. Vince Ronda, das sind meiner Meinung nach wirklich Gurus. Und was mir natürlich auch sehr sympathisch ist, gerade weil ich ein paar Videos dazu rausgebracht habe, ich sehe, er hat exakt die richtige und meine Auffassung von Trainingshäufigkeit, wie man hier sieht. Ich sehe einfach viel zu viele Leute, die viel zu viel machen und denken von viel hilft viel, aber das ist leider falsch. Na, ich mache das so, ich versuche immer mindestens 3 Tage in der Woche Ruhepause zu haben, also wirklich nicht zu trainieren. Was mir auch auffällt ist, obwohl er im ersten Video erwähnt hat, dass er sich natürlich mit den Fachdrücken auskennt und die alle runterzitieren könnte, möchte er nicht der reinen Fachsprache und dem Rumschmeißen mit Begrifflichkeiten aus dem Bereich auffallen und profilieren. Dennoch muss ich sagen, das fällt bei seinen Videos auch auf, dass sein Ausdruck und seine Struktur im Reden oftmals ein wenig zu wünschen übrig lässt. Ein wenig zu wünschen. Man möge es bitte genauso abnehmen, wie ich sage. Es ist wirklich nicht eine schlechte Sprache, aber ich vermisse ein wenig mehr die Expertise von ihm tatsächlich zu sehen in seinem Ausdruck. Wenn wir uns ein paar Videos mal anschauen und da reinschauen, ich meine, das hier ist ein relativ altes Video, wenn ich das schon so etwas lese wie ab 18 Uhr nichts essen. Ich habe reingeguckt und tatsächlich bringt er das so ein bisschen nach vorne, dass man das machen soll. Das ist natürlich heutzutage absolut überholt, diese Information, und die taucht eher in den Mythenvideos auf, dass Leute sowas tatsächlich mal dachten. Allerdings fände ich es jetzt auch unfair, ein 5 Jahre altes Video und seine Expertise daran abzumessen, zu bewerten, weil dann wäre ich wahrscheinlich auch kein toller Fitnessexperte. Oder auch hier in diesem Video, da nennt er den Grund, warum man Latzug zum Rücken nicht machen sollte. Den nennen ja viele. Es ist absolut gängig, Latzug zum Rücken macht man einfach nicht. Aber den Grund, den er nennt... Ne, aber ich habe schon oft gesehen, wie Leute sich das als Endpunkt wirklich gegen den Nacken gehauen haben und dann gesagt haben, ach ja, hier muss ich ja aufhören. Bitte nachlassen, ja? Diese Haut zwischen deinem Nacken und dem Wirbelknochen, Halswirbelknochen da oben, ist sehr, 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 sehr dünn. Das ist der Grund? Das? Und hier nochmal ein Beispiel, was ich meine für ein wenig mangelnde Erklärung hier bei der zweiten Übung. Dass dann irgendwie 2 Leute dann trainieren und dann sich dann pushen, nachdem sie wahrscheinlich Rocky im Kino geguckt haben. Und dann gehen die damit ab, gehen damit runter, rauf und ab und machen sich ja mehr oder weniger kaputt, als dass sie wirklich trainieren. Deswegen meine Empfehlung, vielleicht auf Dips ganz normal zurückgreifen, vielleicht ganz normal, vielleicht Bankdrücken weitermachen, aber diese Übung nicht unbedingt effektiv, nicht unbedingt gut bedacht, wenn man sie wirklich tatsächlich durchzieht. Daher da auch lieber etwas skippen, okay? Er lässt hier kein einziges Wort darüber, warum man das so nicht machen soll. Es gibt überhaupt keine Begründung. Er sagt einfach nur, ist so, soll man nicht machen. Und das lässt doch teilweise ein wenig zu wünschen übrig. Also ein bisschen mehr könnte Coach Eddie in die Fachsprache übergehen. Es müssen ja, wie gesagt, keine komplizierten Begrifflichkeiten sein, aber ein wenig mehr Struktur und Inhalt in den Worten. Schauen wir mal auf seinem Kanal unter die Videosektion und seine beliebtesten Videos, wie viele Views die so gemacht haben und was seine beliebtesten Videos sind, dann sehen wir, dass die meisten tatsächlich mit Bauch und mit Abnehmtipps zu tun haben. Hier haben wir das Nummer 1 Video mit 1,2 Millionen Views, effektiv den unteren Bauchspeck loswerden. Das lässt natürlich sofort die Alarmglocken läuten bei Menschen, die vom Fach sind und selbst bei denjenigen von euch, die ein wenig mehr aufgepasst haben, denn wir wissen alle, auch das ist ein Mythos, man kann nicht gezielt Fett abbauen irgendwo in einer Region, also auch nicht gezielt den unteren Bauch, was ja die Problemzone von fast jedem da draußen ist. Ich weiß nicht, ob er da nur gelockt hat mit diesem Titel, denn letzten Endes im Video geht er gar nicht so sehr darauf ein, sondern eher, wie man den Muskel dort trainiert im unteren Bauch. So, was wir jetzt mal machen, und das ist ein Bestandteil jeder Serie, wir werden jetzt mal ein Video ganz genau untersuchen. Aber damit ich mir das nicht aussuche oder schon vorher ausgesucht habe, werden wir einen Zufallsgenerator dafür benutzen. Wir nehmen jetzt hier mal den Zufallsgenerator. Im Internet ist der erhältlich. Und ich werde jetzt einfach mal
so vorgehen. Ich tippe jede Muskelgruppe einmal ein, denn wir wollen uns ein Training angucken und keinen Diät-Tipp oder sowas. Da kann man mir immer am meisten zu sagen. Und letzten Endes ist das, was euch auch am meisten interessiert, die Trainingstipps. Und wir wollen uns jetzt kein Rezept zusammen angucken. Brust. Bezeichnend. Er hat tatsächlich sehr viele Brustvideos. Und jetzt schaue ich einfach auch fairerweise unter den neuesten Videos mal ein Brustvideo. Schaue ich mir jetzt mal an. So, da sehen wir hier das zum Beispiel. Dann nehme ich mal Chest Date. Jetzt schauen wir doch mal da rein, was er da so von sich gibt. Beim Brusttraining gehe ich sehr gerne etwas kurz und knackig vor. Ich versuche mich da nicht allzu lange aufzuhalten. Ich kenne Berichte von Menschen, die sowas machen wie 90 Minuten Brusttraining oder sowas. Man muss immer bedenken, dass die Brustmuskulatur von den großen Muskeln der kleinste ist. Ja, solche Aussagen hier sind natürlich absolute Musik in meinen Ohren. Abgesehen davon, dass ich es genau so jedem erstmal klar mache. Aber das gehört sich auch einfach, denn das ist das, was man letzten Endes begriffen haben muss, wenn man sich ein paar Jahre mit dem Sport beschäftigt. Und umso länger man sich beschäftigt, desto mehr merkt man, wie sehr es auf die Individualität ankommt und auf eine Reduzierung und nicht auf eine Maximierung von Volumen, Zeit und so weiter. Mir gesagt worden ist, Eddie, du musst den Lat anspannen, wenn du Bankdrücken machst. Du kannst dich nicht einfach mit dem Rücken flach drauflegen und hoffen, dass da irgendwas passiert. Es ist wichtig, dass du auch den Rücken reinbringst. Und ja, ich habe das vor Jahren dann mal irgendwann ins Training reingebracht und das hat mich Welt nach oben gebracht. Auch andere YouTuber haben das immer wieder zum Besten gegeben, aber ja, tatsächlich, wenn man eine gewisse Körperspannung reinbekommt und damit auch den Rücken, dann hat man es da besser und leichter, den Zielmuskel zu kontrahieren. Eine Sache, die ich dann auch wirklich beim Bankdrücken gelernt habe, ist dann auch, um mehr Brustgefühl zu haben, um die Brust mehr zu spüren, ist wirklich die Stange zu greifen und sich vorzustellen, als würde man die Stange zusammenziehen. Also wirklich Druck auszuüben, als ob ihr einen Bogen in die Stange mit eurer Power ausüben wollt. Wenn ihr das irgendwann schafft, sagt mir Bescheid. Wow, also diesen Tipp kannte ich noch gar nicht. Natürlich kennen wir das alle, wenn wir quasi die Hände aneinander drücken und auch mal hin und her bewegen, dann haben wir natürlich eine extreme Kontraktion in der Brust. Das aber zu kombinieren mit Bankdrücken und die Stange so ein bisschen zueinander zu drücken, zusammenzudrücken, habe ich noch nicht ausprobiert. Danke, Coach Eddie. Ein kleiner Clou für euch, den ich gerne früher gewusst hätte. Viele gehen nämlich hin und boxen eher, ja, praktisch die Griffe zusammen. Ich würde empfehlen, wirklich zusammenzukommen und sich vorzustellen, wie man die kleinen Finger aneinander bringt wie so ein V. Ja, reinholen, anspannen, Brust nach oben ziehen, richtig krass anspannen. Auch das ist ein sehr schöner Tipp. Ich liebe solche Tipps und vermisse die oft bei anderen YouTubern. Ich selbst versuche sie so oft wie möglich auf den Kanal zu bringen. Weniger die grundlegenden Tipps, welche drei Masseübungen soll ich machen, wie mache ich Kreuzheben, wie mache ich Bankdrücken, sondern diese kleinen Details, die man wirklich nur als Experte einem Anfänger mitgeben kann und mit dem man einen riesen Fortschritt macht, wie einfach nur, auch wenn es auch nur der Fokus ist, die Finger zusammenführen beim Brusttraining. Es macht so viel aus. Teilweise sieht man es nicht mal von außen. Super Tipp an der Stelle. Nochmal ein schöner Kommentar zum Abschluss und ich muss sagen, beeindruckend. Ein sehr rundes Video, ich habe nichts zu beanstanden. Tolle Aufnahmen dabei, also eigentlich eine Höchstwertung für das Video. Absolut bestanden. Und jetzt gehen wir mal über zum eigentlich interessanten Teil. Wir haben uns jetzt eine ganze Menge zusammen angeguckt. Ich habe ihn euch grob vorgestellt, so wie ich ihn auch sehe. Und jetzt kommen wir zum Bewertungsteil. Das macht ja die Serie letzten Endes aus. Für die Bewertung gibt es ganze 6 Kategorien, in der wir immer von 1 bis 10 Punkte vergeben und dann anschließend eine Gesamtwertung natürlich bekommen, die wir auch später in den einzelnen Kategorien in der Gesamtwertung immer wieder mit anderen YouTubern vergleichen können. Wir haben hier die Kategorien Information. Das ist natürlich ganz wichtig. Wie gut sind die Informationen, die er rüberbringt? Wie viel Information gibt er rüber? Und auf den Kanal bezogen, ist er ein informativer Kanal oder eher weniger? Ist es eher zweiteres, zweite Kategorie, ein Entertainment, also ein Unterhaltungskanal? Manche andere machen sehr viel Entertainment rein und geben weniger Information. Wie schon gesagt, im zweiten Fall haben wir dann hier den Unterhaltungsfaktor. Im dritten dann die Persönlichkeit der YouTuber, den wir da sehen. Wie ist er von der Persönlichkeit? Wie bewerte ich ihn? Ist natürlich etwas sehr Subjektives, aber es gibt sicherlich auch Maßstäbe, wonach man sagen kann, der kommt besser rüber oder schlechter rüber. Dennoch, auch da, das ist sehr subjektiv. Bei der Authentizität haben wir einen Teil dieser Persönlichkeit, aber der nochmal sehr wichtig ist, wie echt wirkt die Person dort. Manchen von euch ist das sehr wichtig geworden, real zu sein. Ich nenne es aber noch authentisch.
Dann haben wir natürlich, wir sind hier bei Fitness-YouTubern, sie machen Videocontent, also können wir auch die Qualität der Videos bewerten. Sind es schöne Videos oder halten die sich da zurück und geben nur rein Informationen raus? Und zuletzt vielleicht das Wichtigste, es ist immerhin ein Informationsbereich, Fitnesstraining und Fitness-YouTube. Und dann ist natürlich ganz wichtig die Expertise der Persönlichkeit, die Expertise meinetwegen auch des Kanals. Wie gut kennt er sich wirklich aus? Wie hoch ist der Expertenstatus? Fangen wir gleich mal an bei Coach Eddie. Zur ersten Wertung, der Informationsgehalt von dem Kanal Coach Eddie. Er ist sehr informationslastig insgesamt. Er hat von Anfang an bis zum Schluss keine einzige Phase gehabt, in der er mal mehr auf Unterhaltung gegangen ist oder mehr auf Vlog-Style eben, sondern er hat wirklich den Kanal von Anfang an bis zum Ende immer ins Zentrum der Informationsweitergabe mit seiner Erfahrung und mit seiner Expertise gerückt. Er ist immer wieder im Gym mit euch, gibt Trainingstipps zu einzelnen Übungen, zu allem Möglichen und das hat er bis zum Schluss beibehalten, was selten ist, weil jeder YouTuber irgendwann mal eine Phase hat, wo er von den Tipps weggeht, weil er auch irgendwann mal meint, vielleicht alles gesagt zu haben. Er hat es dabei gelassen und da ist er sehr konstant. Und die Art der Informationen sind auch sehr hilfreich. Vor allem für Anfänger bis mittelmäßig Fortgeschrittene sehr gut. Und selbst für Profis sind hier und da noch ein paar Tipps da. Deswegen insgesamt 8 Punkte. So, manch einer mag sich jetzt fragen, warum dann nicht 9 oder 10. Man kann natürlich noch weiter gehen in die Informationsrichtung und viel krassere Details preisgeben. Hat er sich aber gar nicht vorgenommen auf seinem Kanal, was auch absolut in Ordnung ist. Wie gesagt, es ist keine Bewertung, sondern es ist mehr eine Bezifferung. Dann beim zweiten Teil, der Entertainment-Faktor, der bleibt bei ihm aus. Vielen von euch mag das sowieso egal sein, wir wollen nicht unterhalten werden, wir wollen tolle Informationen, dafür sollen ja auch eigentlich Fitness-YouTube-Kanäle da sein. In diesem Fall gibt es dann noch 3 Punkte, denn das, was ihn noch vielleicht von 2 Punkten abhebt, sind A, es sind schöne Videos, deswegen kommt er überhaupt von über die 1 hinweg, die sind hinterher ganz schön geworden und man sieht immerhin einen guten Body. Und durch seine Persönlichkeit kommt noch ein gewisser Unterhaltungsfaktor rein, weil er einfach ein sympathischer Kerl ist, dem man gerne zuschaut. Und damit kommen wir auch schon zu seiner Persönlichkeit. Der würde ich glatt 9 Punkte geben. Wahnsinnig sympathischer Kerl. Ab und zu denkt man sich vielleicht, hier hätte er sich anders ausdrücken können, aber das macht ihn vielleicht sogar nur noch sympathischer. Also hier beinahe eine Maximalpunktzahl, sowieso immer schwierig in Punkte zu fassen. Und danach die Authentizität, da erreicht er die Maximalpunktzahl, 10 Punkte. Authentischer geht's für mich nicht. Er ist von Anfang bis zum Ende irgendwo gleich geblieben. Hat sich höchstens in der Persönlichkeit weiterentwickelt, aber ist absolut authentisch. Sowas sucht seinesgleichen. Die Videoqualität, die ist vor allem hinterher etwas überdurchschnittlich geworden. Es ist eine schöne Kamera, eine schöne Bildqualität und die Videos im Gym machen auch einfach Spaß zuzuschauen. Sehr angenehm das Ganze, ohne große Effekte jetzt, ohne große Schnittkunst oder so, aber dennoch einfach sehr angenehm anzusehen. Und nun kommen wir zum spannenden Teil der Expertise. Als Experten würde ich ihm 7 Punkte geben. Er hat viel Erfahrung selbst gemacht, er hat einen großartigen Körper auch erreicht, das sieht man auch auf der Bühne. Er hat sicherlich auch umfassende Erfahrung gemacht. Man kann nicht so richtig dahinter blicken, wie tief seine Erfahrung geht, weil er eben nicht sehr tief in seinen Erklärungen geht. Und da müsste man das dann überprüfen, aber insgesamt mehr als solide und Anfänger und mäßig Fortgeschrittene können eine ganze Menge von ihm lernen. Damit kommen wir zu einem Gesamtrating von 7,2 Punkten. Wird vor allem dann interessant, wenn wir natürlich die nächsten YouTuber irgendwann mal sehen. So, und damit möchte ich das Video auch gar nicht großartig in die Länge ziehen. Wir haben damit einen ersten Anfang gemacht. Jetzt könnt ihr euch natürlich gespannt zurücklehnen und darauf warten, welche nächsten YouTuber werden es wohl sein, die vorgestellt werden. 2 sind schon ausgesucht, ja, aber ihr werdet noch nicht erfahren, wer das ist. Und ihr könnt in der Infobox hier auch selbst nochmal wählen und in den Kommentaren, wen ihr als nächstes in diesem Format sehen möchtet und mal unter die Lupe genommen bekommen haben möchtet. Im Fitness-YouTuber-Almanach. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Lasst einen Daumen oben da, wenn es euch gefallen hat. Unterstützt mich bei dieser Serie sehr gerne, indem ihr einfach Kommentare bringt. Ihr dürft auch gerne kritische Kommentare bringen, die sind durchaus erwünscht. Und naja, wenn es euch gefallen hat und ihr nichts verpassen wollt, Abo, Glocke, ich bin raus. Macht's gut.